Profil Podcasts. Willkommen zum Profil Podcast, heute wieder mit Eva Linsinger. Hallo. Hallo Eva, du warst kürzlich auf Urlaub in Kroatien, aber gerade noch rechtzeitig. Ja, gerade noch rechtzeitig, gerade noch bevor die Reisewarnung verhängt worden ist. Ich bin auch rechtzeitigst wieder zurückgekommen, nämlich schon vor über 10 Tagen. Jetzt habe ich all die Berichte gelesen. Offensichtlich werden in Kroatien auch Partys gemacht. Offensichtlich gibt es das alles. Ich bestreite das nicht. Ich habe es anders erlebt. Ich war in einer Gegend, wo sehr konsequent Masken getragen worden sind, jetzt sowohl in Geschäften als auch von Kellnern, Kellnerinnen, wo man an den Stränden ganz allein war. Und insofern gibt es offensichtlich unterschiedliche Kroatiens und insofern verstehe ich auch die ganzen Bedenken, die jetzt kommen von der kroatischen Tourismusindustrie, die sich ein bisschen darüber beschwert, dass da alles über einen Kamm geschoren wird. Was ist denn da los jetzt in diesem Fall jetzt in Bezug auf Kroatien in der österreichischen Innenpolitik? Ist das blinde Panik? Ist das Übervorsichtigkeit? Was meinst du? Nein, man hat schon den Eindruck, es steigen natürlich jetzt die Infektionszahlen wieder. Sie steigen vor allem bei den jüngeren Menschen, was eine Umkehrung ist. Es gab ja im Frühjahr dann auch das Problem, dass es eher die Älteren betroffen hat. Jetzt steigen sie vor allem bei den Jüngeren. Das sieht man allerdings auch in Österreich selbst. Auch in St. Wolfgang, wo dieser Cluster war, waren es Praktikantinnen und Praktikanten. Man kann sich ungefähr vorstellen, was zu diesem Cluster geführt hat. Es ist nun mal eine Art Grundbedürfnis von jungen Menschen zu feiern und Partys zu machen. Deswegen passiert das. Jetzt ist das noch weiter ausgedehnt worden, die Reisewarnung auf die Balearen. Ich bin jetzt sehr neugierig und auch das wurde schon angedeutet, welche Konsequenzen das haben wird im Wintertourismus, wo sich dann Österreich freuen wird über Gäste. Und man hat schon den Eindruck, dass es ein bisschen unkoordiniert passiert. Oder was ist dein Gefühl? Ich war zuerst überrascht über die pauschale Reisewarnung für Kroatien, weil aus Kroatien hieß es dann, man hätte auch partielle Reisewarnungen verhängen können, was durchaus möglich gewesen wäre. Ich verfolge das einfach mit einer Mischung aus Interesse und Erstaunen. Verfolge auch, dass die Zahlen offenbar wieder nach oben gehen und die Debatte darüber, ist das jetzt schon die zweite Welle oder nicht, beziehungsweise wenn nein, wie wird die zweite Welle ausschauen, wann kommt sie, wie viele denken, im Herbst, Winter. Aber ich glaube, ich bin da einfach Teil eines großen, staunenden und verunsicherten Ganzen. Und das wird uns wohl auch noch viel länger erhalten bleiben, als uns lieb ist. Absolut, vor allem beginnen ja in wenigen Wochen die größeren Menschenansammlungen. Ich meine damit den Schulbeginn. Schon nächste Woche starten in Wien die Sommerschulen, wo quasi aufgeholt werden soll, was während der Corona-Pandemie versäumt worden ist. Und dann danach beginnen zuerst im Osten und dann im Westen Österreichs beginnt wieder wirklich die Schule, wo es jetzt Regelungen gab, die vorgelegt wurden, wo aber viele Unsicherheiten damit verbunden sind. Wie soll das gehen mit Abstand halten in Klassen? Wann sollen Masken getragen werden? Wie sollen, wenn im Herbst die ganz normale Schnupfen- und Grippesaison beginnt, wie sollen Lehrer, Lehrerinnen erkennen, ist das jetzt ein normaler Schnupfen oder ist das ein Corona-Verdacht? Wie ist damit umzugehen, dass, wir wissen das seit langem, dass die Gruppe der Lehrer, Lehrerinnen in Österreich sehr überaltert ist, also vor allem aus der Gruppe 50 plus ist. Wie ist umzugehen mit diesem Schwanken zwischen Sorge, dass sie selbst der Risikogruppe angehören und dem, wie soll man die Kinder unterrichten? Also da sind noch viele Fragen offen. Der Unterricht Minister hat sie manche ein bisschen flapsig beantwortet. Er hat gesagt, man soll halt ständig lüften und zur Not auch mit dem Anorak in den Schulen sitzen. Ich glaube, da rächt sich schon manches. Ich glaube auch, dass er als Minister nicht in einer Position ist, in solchen Zeiten solche Empfehlungen abzugeben. Das ist bringt mich zum nächsten Punkt. Wie siehst du das? Ist das alles sehr viel Learning by Doing, einschließlich ganz viel Dilettantismus,
Oder siehst du einen Masterplan, der zur, wie soll ich sagen, Anlass zur Beruhigung gibt? Den Anlass, den Masterplan, den großen, glaube ich, gibt es nicht. Natürlich ist es viel Learning by Doing. Mhm. Natürlich wird auch viel nach Deutschland geschaut, wo manche Schulen schon offen Richtig, haben ja. und wo man jetzt erste Schlüsse daraus zieht. Und ganz vieles weiß man einfach noch nicht. Ich spitze jetzt ein bisschen zu. Sind quasi Kinder, Jugendliche jetzt Superspreader und Virenschleudern oder sind sie eigentlich ungefährlich und erkranken selbst nicht? Das sind so die beiden Extrempositionen, auf die selbst die klügsten Virologen keine Antwort haben. Das ist eigentlich von Anfang an war das eine und ist es bis heute umstrittene Frage. Ja. Und man weiß es einfach nicht, nicht? Und in all diesen Räumen spielt sich das ab und führt auch zu sehr vielen unlogischen Entscheidungen. Warum sind manche Veranstaltungen erlaubt, warum andere nicht? Ja. Warum gibt es bei Sportveranstaltungen nach wie vor teils leere Ränge? Warum sind manche Kulturveranstaltungen erlaubt? Also ich glaube, da gibt es noch ganz viele Fragen. Ja. Zeichen für den Herbst, oder? Ja, ja, absolut. Bis hin zur Frage, die glaube ich, in einigen Freundeskreisen diskutiert jetzt wird, ist ein zweiter Lockdown vorstellbar? Wie ist denn da die Beschlusslage oder die Erkenntnis oder Meinungslage in deinen Kreisen? Sowohl jetzt auch im Bekanntenkreis, auch jetzt bei den politischen Kontakten, die ich habe, sagen quasi alle, niemand wünscht sich das. Es ist ökonomisch schwer vorstellbar. Ja. Es mehren sich allerdings schon auch die Stimme gerade aus der Politik, die sagen, puh, möglicherweise muss man es noch einmal machen. Mhm. Keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Es wird auch vom quasi Bewusstsein und von der Vorsicht abhängen, weil ein ganz plattes Beispiel, im Moment kann man noch relativ leicht viel Freizeit auch draußen verbringen. Wie das in geschlossenen Räumen aussieht und um auf Fassmann zurückzukommen, wir werden jetzt nicht alle mit den Anoraks immer im Freien sitzen, das wird wirklich schwierig und das weiß niemand. Wenn man sich die Bilder aus Wuhan anschaut, also quasi der Ursprung der Pandemie, dort wird wieder Party gemacht, da hat man das Gefühl, Corona ist erledigt. Mhm. Wie das sein wird bei uns, gute Frage, schlechte Antwort, keine Ahnung. Mhm. Also es wird uns das noch länger begleiten. Was uns derzeit auch begleitet, wenn auch nicht mehr ganz so lange, also da gibt es ein Ablaufdatum, das ist eine wirklich sehr, sehr gewagte Überleitung, die Wiener Gemeinderatswahl und die Never-Ending-Schlüsselfigur HC Strache, wo jetzt länger darüber diskutiert wurde, ob er überhaupt antreten darf. Ich habe da eine eigentlich sehr, sehr, sehr unseriöse und nicht sehr journalistische Position jetzt dazu. Jetzt bin ich neugierig. Nämlich, ich kann es auch nicht anders formulieren, der nervt einfach nur. Ja? Warum müssen wir uns nach wie vor mit diesem Mann herumschlagen? Jetzt bist du die Ressortleiterin Innenpolitik. Du hast dazu natürlich eine seriösere und differenziertere Position. Wie sieht die aus? Naja, wenn man sich seine Auftritte in der letzten Zeit anschaut, dann denkt man sich schon, meine Güte, das wollte ich alles nicht wissen. Ja, werden seine Eheprobleme öffentlich erörtert. Warum? Weil es da auch darum geht, wo hat er seinen Wohnsitz? Man erfährt wirklich viele Dinge über Heinz-Christian Strache, wo man sich gedacht hat, die wären getrost besser verborgen geblieben. Mhm. Ganz sicher, der beste Witz der letzten Tage, kommt für ihn die Reisewarnung für die Balearen um ein paar Jahre zu spät. Dann hätten wir uns möglicherweise dieses Ibiza-Video erspart. Ich bin mir sicher, er hat eine Art Aufmerksamkeitsdefizit. Mhm. Er hat zwar vor einem Jahr seinen Rückzug angekündigt, kann das aber ganz offensichtlich nicht ertragen. Mhm. Will deshalb Wahlkampf machen. Und bei manchen Dingen, die er von sich gibt, hat man schon den Eindruck, er ist unbelehrbar. Ganz offensichtlich hält er nach wie vor für das allergrößte Problem am Ibiza-Video sein Outfit, sein Leiberl. Und da sind wir dann auf einem Niveau der Diskussion, wenn wir uns denken, puh, also das hätten wir eigentlich nicht wirklich gebraucht, oder? Ja, und das heißt, du bist eh nicht so weit von mir weg. Aber sagt das was aus, abgesehen mal davon, was das über ihn selbst aussagt, nämlich sehr vieles,
Sagt das was aus über den Zustand der österreichischen Politik oder möglicherweise eh nicht? Ein bisschen. Oder über einen Teil der österreichischen Politik zumindest? Ja, und auch über einen Teil der österreichischen Medien. Mhm. Ja, natürlich sagt etwas aus. Er hat seine sogenannte Liste haben bis heute kein Programm, über das man jetzt ernsthaft diskutieren könnte. Seine Liste ist ein Sammelsurium von Antisemiten, Verschwörungstheoretikern, sonstigen Zauseln. Also jetzt irgendwie niemand, mit dem man sich jetzt ernsthaft auseinandersetzen müsste. Natürlich ist das einzige Programm er selbst. Es wird eine Messung sein, die Wiener Gemeinderatswahl, wie groß sein Fanclub immer noch ist und wie viele Leute er hinter sich versammeln kann. Das sagt schon auch etwas aus, wie viel Dadaismus in der Politik quasi möglich ist. Und natürlich erfüllt er eine Art Krokodilrolle auch in Medien. Er ist immer noch ein Quotenbringer. Mhm. Möglicherweise wird seine Rolle aber auch anders betrachtet werden. Es geht ja der Untersuchungsausschuss weiter. Ja. Es kommen neue Akten hervor, wenn ein bisschen mehr noch herauskommt über all diese Spesen, sonstige Vorwürfe, die ihm bei seiner Klientel mehr schaden als alles andere. Kurzum, das Phänomen Strache wird uns vorerst wohl nicht erspart bleiben. Wir schauen uns das weiterhin an. Liebe Eva, vielen Dank. Dankeschön.